wir schneiden können. Aber also heute ist eine Pressekonferenz, dass viel die letzte Woche über den sogenannten Solidaritätspakt geschwärzt gehen, also ein Akkord, den aus den Tripartitsverhandlungen herausgekommen ist, und da mal wieder schnell bitten, dann auch eine Analyse von dem Pakt präsentieren. Ich werde aufhängen, mit dem Deal, den am meisten, aber wahrscheinlich auch am kontroversesten diskutiert genannt, die letzte ist. Und ich wollte eigentlich aufhängen, indem ich einen kurzen Appell mache, wie das immens viel über den Index geschwärzt wird immer und die Erinnerung rufen, dass der Index kein Kado ist. Der Index ist nichts, wo man einfach so regelmäßig etwas an der Pei beikriegen. Aber vielleicht ist es so, dass man dafür sorgt, dass es real eben nicht hochgeht. Dass es allein denselben Wert behalten und nicht aufgrund von der Inflation den Wert verlieren. Und das ist ein Instrument, das hat angekämpft gehabt und das Recht, dass alle Menschen, die für seine Arbeit schläft, den es alle kriegt, zu gut wird. Als eine Meinung. Nur und überhaupt. Und war nur als da war so, Mama Koch, den nur vier Leuten im Solidaritätspark, Hummer, ähnlich steht von der Regierung gesucht, nicht just ein Indextranche, die verregelt wird, sondern steht für eine strukturelle Manipulation vom Indexmechanismus. Das ist so, dass zum einen je nur Inflation die ein oder andere Indextranche wird wahrscheinlich. Ich meine, allein wenn wir gucken, die Indextranche vom August, die fällt hier schon mal auf Frühjahr 2023. Wir wissen nicht, wie die Inflation sich entwickelt, aber 2023 wird wahrscheinlich mindestens ein, wenn nicht zwei weitere Tranche fällig gehen. Die gehen dann auf 24 Gedanken verrückt. Also, es gesagt, es geht nicht doppelt und es wird wahrscheinlich mindestens ein Indextranche wegfallen. Dadurch, dass der Index limitiert wird, ob eine Tranche pro Jahr, wird dann quasi entkoppelt von der Inflationsrate. Dadurch wird quasi den Sinn vom Indexmechanismus auf Frage gestellt. Und auch das Argument, das gesagt wird, ja, ein limitierender auf eine Tranche pro Jahr für Prävisibilität für Betriebe zu garantieren, das muss ich auch fertigen, das Argument, das kann ich auch immer bringen. Das heißt, wir fertigen, dass wir bald auf dem Dach genau 40 Jahre nur historischen Generalstreik, wo jetzt auch den Erhalt vom Index gegangen ist, einen großen Schritt gemacht haben an eine dauerhafte Manipulation vom Index. Ich komme nicht allein, zumindest ein paar daran zu erinnern, dass für 40 Jahre der LSAP noch auf der anderen Seite stimmt, für die, wo sie hochsteht. Und da kommen wir zu den perfiden bei der Geschichte, nämlich da wird hier von der Regierung gesagt, hier mit Leuten, die hier kompensieren, ob man Hilfe von einem Kredit am Po. Und sie gingen hier sogar überkompensiert gehen, sodass quasi implizit, wird noch keine wirklich gesagt, mit gut implizit gesagt, das wäre ja bald ein besseres System, weil die Leute, die in der meisten Bereich stehen, die hier überkompensieren, die hier ja nur mehr, wie wenn sie den Index normal verfolgen. Also das ist einfach nicht wahr. Muss ich einfach, ich kann nicht da nicht so, mit das eigentlich, weil was hängt alles um Index? Nun zum Beispiel das Kammergeld, das ist nicht indexiert wird, wodurch alle Familien die Suche fehlen. Für allem, von denen Leute schwätzen, die am meisten brauchen, das sind Monoparentoren, aber denen fehlt den Index und Kammergeld. Leute, die Prime kriegen, weil sie nur schaffen, weil sie Weekends schaffen, Prime das Strand. Leute, die Prime kriegen aufgrund von Kollektivverträgen an der Industrie, mit zum Beispiel auch Gesundheitspersonal, von der Gemeinde zu merken, dann an der letzten pro Jahr gelehrt, dass die Leute zu schätzen. All die Prima, die wären indexiert gehen. Die so fehlen die Leute nur. Und die gehen natürlich, du gehst den Kredit am Po natürlich bei weitem nicht durch, für das zu kompensieren. Das ist die Leute, die eine Mama suchen an der Tasche, wie nur. Schon für drüber gesucht den Index, oder schon nicht gesucht, das ist aber schon oft gesucht, gegen den Index ist kein Instrument für soziale Inegalitäten aus der Welt zu schaffen, das allein ein Instrument für Kaufkraft zu erhalten. Und trotzdem ist eine Modulation vom Index auch ein Attack auf unsere Sozialstaat. Anders wie den Index, den Bruttogehalt, ist der Kredit am Po nicht imposabel.
dat ich die Suen, die fehlen bei der Krankenkasse, bei der Pensionskasse. Viel Kotisationen sind plafonniert, 5-mal den Mindestlohn. Ohne den Index klemmt der Mindestlohn nicht, also klemmt auch die Plafond nicht. Also fehlen andere die Suen an unserem Sozialstaat. Und da kommen wir auf das offensichtlichst die Kotisation, die Kompensation, die Kreditampot, die wird vom Staat bezahlt. Das heißt, es sind Leute, die hier eben Kompensation bezahlen müssen. Das ist nicht der Patron, der den Index bezahlen, mehr Leute bezahlen hier eben Kompensation. Das heißt, der Kreditampot, das ist kein Kado für die Leute, das ist ein Kado für die Betriebe. Weil die Betriebe integral den Index bezahlt werden. Aber wenn ihr dann bedenkt, dass es noch nicht so lange hier ist, weil das ist ein Jahr, wo den Mindestlohn subventioniert wird, als UDP gesagt hat, auch wenn der Mindestlohn erhöht wird, da brauchen wir auch eine Kompensation für die Betriebe. Da sehen wir, dass das heute schon die zweite Attacke ist, vom Patronat innerhalb von kürzester Zeit, wo probiert wird, Lehn zu drücken, ob die eine oder andere Manier, das kann ja durch eine Manipulation vom Index. Und das Patronat die große Chance hat, dass eine große Verbündete an der Regierung wird, mit zwei Vasallen, die geringer an der LSAP, die wird alles mitrollen. Ich bin immer gesagt, es soll keine Strengspolitik gefordert gehen, mit der Teutung aus, wo sich nicht anders wie mit der Strengs über das Patronat zu führen, weil so gut eine Bank gesagt hat, den Moment nicht riesig unter der Inflation, respektive unter den hohen Energiepreisen leidet, kriegt den Index integral bezahlt. Und das ist umso mehr komisch, dass das aus einem Akkord, also von einer Tripartitverhandlung herauskommt, von ihr bedankt, dass die Tripartit à la base hier abgerufen wird, wenn es den hohen Energiepreisen und wir haben gefühlt, dass einzig, wenn du dabei rauskommst, das Manipulation vom Index mit einer Kompensation, die Leute sich selber bezahlen. Und dann kommen noch ein paar andere Sachen dabei raus und darüber werde ich gerne schwätzen. Ja, merci, Carol. En effet, wie beobachtet wird, dass Lorech dann quasi zum Schluss von Carols Intervention von der Energie abkommen, von den Energiepreisen. Wobei, wenn der schon erinnert, wie Paul Lehnert, für den Schaumbau getragen, wenn es den Energiepreis gesucht hat, können Tripartit, da war das, wenn es den Energiepreis hat. Da war nicht jetzt vom Index. Ja. Aber wenn man den politischen Debatt guckt, da geht anscheinend schon noch um den Index. Ja. An den Index an sie auch ein Reihe Betriebe vielleicht betroffen von den höheren Energiepreisen. Wenn nicht nur Betriebe sind davon betroffen, dann gehen auch Betriebe, die sind nicht davon betroffen. Ich weiß nicht, was Banken und Kirchspiersch oder Amazon, was bei ihnen unbedingt muss angespürt gehen, was sie aber wertet anspüren mit dem Index, den lohnt nicht aufhält. Und wo du Sozialselektivität sind, das ist mir ein Rätsel. Wo Sozialselektivität soll sein bei einem Tankenrabatt von 7,5 Cent auf all einzelnen Liter Petrolsprodukte, den heute Lützburg verbraucht wird, ist das andere Rätsel. Desto mehr verbraucht, desto mehr kriegt ihr vom Staat Suhlen beigelöst. Ja. Ein realer Abfluss auf Preise, an die Entwicklung irgendwie an der Gitze halen, haben wir dabei nicht. Das ist einfach 7,5 Cent auf alle Liter, weil das soziale und umweltpolitische Sicht einfach eine Faiterklärung ist, wo der Fonds just darum geht, für den Tanktourismus irgendwie mal die Vertrauen zu bringen. Und du mal da am Anfang nach mehr CO2-Emissionen an der Long zu produzieren. Hier gehen 75 Millionen an die dote Mesure gestach von der Blau-Rot-Kringer Regierung. Zum Vergleich, 75 Millionen, das ist das, was diese Regierung zwischen 2017 und 2022 für energetische Sanierung an erneuerbare Energie ausgeht. Das heißt, wir werden nur innerhalb von ein paar Monaten so viel an fossile Energien investieren, wie das Regierung auf eine Führer fertiggebracht hat, für am Anfang an den Zukunftsplan zu investieren, dass man nur mehr aufhängig davon wäre.
an eben die Leute auch Mangel geben leiden an dem dorten Energiepreis. Und durch die Feit, die sie an der Politik von der Abbausanierung an erneuerbaren Energien produziert haben, ist die Regierung doppel verantwortlich für die Situation, in der die Leute sind. Und dann muss ich auch so ein Trost von dem Preis, dass die Inflation sie nicht nehmen, die Energiepreise. Es geht auch um Hygienesprodukte, es geht auch um Essen, auch die Preise gehen an die Leute und da kriegt keiner etwas beigelöst. Extra. Just, und darum geht es, um Tank zu füllen. Wobei die Allerärmsten, obwohl das ja alles super selektiv soll, sind die Allerärmsten, haben zum Teil kein Auto. Zum großen Teil kein Auto. Das ist also eine Intervention zur Working Poor 2016 schon klar. Und da muss ich noch sagen, dass. Hängen mal ein bisschen. Der denkt sich für diese Intervention vielleicht ein bisschen Sinn möchte, dass bei den Masutspreisen das so reell ein bisschen für die Leute für sich zu hützen. Aber auch da als Tölf auch nicht sozial gestaffelt an die 7,5 Cent sind auch da ganz wenig stehen, wie die Preise evoluieren. Mit diesen Mesuren sind symptomatisch für eine Regierung, die ziellos an ohne wirkliche Überzeugungen eine Navigation à vue betreibt und sich auch andauernd widerspricht. Wir haben die Altbausanierung angeschaut, da sind ja Mesuren annonciert gehen an den Park von der Tripartit, die Gesetze die waren schon in Instanzen wie für drin. Den Top-Up-Sozial, der steht schon an deposierten Gesetzen, die vier und den Verhandlungen deposiert sind. Aber wenn man sich ein Detail von dem Top-Up-Sozial okay guckt, dann sieht man, dass du ganz wenig dummer oder wer du recht gehen. Weil erstens gehen du die anderen Kantilen visiert, wobei über also 56% von den Leuten an den Kantilen sie lockert haben. Ja, die können sich die Hede gar nicht aufholen. Wir haben an dem Bereich schon seit 2-3 Jahren ganz konkret Propose gemacht, wie die Altbausanierung so kann machen, dass eben auch mehr Proprietären überzeugt werden davon. Und auch die Leute auch recht, die vielleicht von dem Top-Up-Sozialkind profitieren, aber gerade wie bei vielen anderen Eden, der Subventionleihe und so weiter, sind auch ganz viele Leute, die eben Kinder kriegen, die sie nicht kriegen. Für was kriegen sie nicht, für was freuen sie sich nicht. Weil es ein Paparazzi kriegt als ohne Ehren, weil sie die Informationen oft nicht tun, weil ihn auch ganz viel Ausdauer, Kompetenzen quasi muss haben für den Weg dort zu gehen. Aber wenn es um Energiepreise geht, dann muss es doch darum gehen, Mesuren in Platz zu setzen für den Demand von der Energie hochzusetzen. Wenn China konfiniert wird, dann sind die Energiepreise hochgegangen. Wenn aber Europa, und da man eben noch Lützburg, nicht am Stand ist, für einen Mesurepark 14 Stellen, wo der Mond global hochgeht, da geht der Preis auch nicht hoch. Und die Internationale Agenz für die Energie hat ein 10 Mesuren mindestens proposiert. Und der Minister François Bausch sieht da hauptsächlich, dass das Symbolpolitik wäre. Obwohl aber eine internationale Agenz die Mesuren noch ablöscht und sieht, dass das da kann etwas bringen, kurzfristig für die Preise auch hochzusetzen und dem Markt eine Message zu geben. Und ich denke, wir sind überzeugt, dass der Willen und Bereitschaft für kollektiven Effort zu machen, wenn Regeln in Platz gesetzt werden, für verschiedene Regeln, dass du eine breite Basis an der Bevölkerung bereit hast, das zu machen. Und da merkt den Rund die liberale Handschrift von dieser Regierung, wo ihn immer just so Appell an Individuen möchte, für dann einzeln kleine Mesuren zu machen, eine Joghurtmaschine zu kaufen, für irgendwelche Männer Energie zu verbrauchen. Wenn ihr ein autofreie Sonde nachfährt, wenn ihr seht, den Tag können die Auto mit der Dota-Plakke nehmen, anstatt an die eine, die andere, dann ist das eine kollektive Effort. Und dann bringt er das etwas. Und dann ist das ein Signal, was ihn hört, dabei sind. Und noch die Marsche im Markt kriegt. Der Rest ist
sie Peanuts, die als nächstes Wette bringen. Das heißt, en gros bleiben wir beim Status quo, was der Verbrauch von der Energie angeht. Und dann kommen noch andere Mesuren, die wir ja prinzipiell begrüßen, wie den wie de Gel des Loyers. Aber was bringt der Gel des Loyers, wenn wir einen für einen Ningmeint abgehoben haben, für das ein Proprietärer schnell die Kleie können absetzen, für einen Ningmeint Donor, um für Poinmeint anzufeiern. Und dann geht es so schnell wie möglich abgehoben, so über. Schnell, wie sie das dann unter der Covid-Krise gemacht haben, an der Kinderung und Glut gehoben. Dabei haben wir Mensch, also auch das nicht auch recht, was auch recht soll gehen. Also, wie so, als das auch ein, also die Erhöhung von der Subvention des Loyers, an auch der Gel des Loyers, also sich, ein weiß, dass die Logementspolitik der Sache am Druck lebt, was die auch die Entwicklung von den Preisen weist. Wo an der Kaufkraft von den Leuten natürlich ganz viel bedeutet zu Lützebüsch an der Mesure noch immer nicht kommen. Das Tripartitakkord an der Regierungspolitik ist also nicht selektiv. Das ist alles ähnlich wie selektiv. Weil der Tankrabatt während Strenz ausgedehnt wird an die mehr verbrauchen, mehr davon profitieren. Weil Betriebe alle Gute, ob sie Amazon oder eine Bank sind, 2,5% Lohn, Kosten spüren und das nicht nur selber spüren, sondern auch noch die Kosten von den Lohn aufwälzen, ob den Staat an Salariat am Fonds selber dafür abkommt. Und das ist noch eine letzte Wolle, wo du dran hast, dass CO2-Emissionen auch Lohn nach subventioniert gehen bis 2030. Das heißt, wenn wir im Klimarapport vom IPCC hören, dass wir nur nach 2-3 Jahren Zeit haben, möchte das Regierung die Gegendeel. Das heißt, sie sehen energieintensive Betriebe. Ja, die Preise sind noch heiß von den CO2-Emissionen. Der hat zwar immer so Marktmechanismen gefördert und so weiter, aber das ist irgendwie nicht gut gegangen. Das ist ein bisschen Spekulation daran. Gas ist also noch nicht so gut gesehen, wo ihn ja mehr Böllisch, also mehr CO2 am Endeffekt verbraucht. Da bezahlt er mehr, dass er aus der öffentlichen Test, dass der aber noch nicht so viele an den Marktmechanismen leidet, die der aber selber geführt hat. Das heißt, auch da kommen unselektiv Betriebe kriegen geholfen, aber die Leute bezahlen sie. Was hat er mehr? Gemäß an der ganzen Situation, fast von den Energiepreisen, das ist nicht neu, das haben wir schon gesagt, das haben wir auch in der Chambre gesagt, aber das ist aber wichtig, das zu wiederholen, wenn man natürlich so kritisiert, was die Regierung gemacht hat, auch für zu sagen, dass es die Alternativen eben noch gehen. Das ist das natürlich, dass Expulsionen und Dekonnexionen verboten gehen. Es gehen nur Leute, die hier einen Ausschluss aufgestellt kriegen. Es gibt nur Leute, die für ein Tier gesagt gehen, von ihrer Wohnung, weil sie ihre Prämie nicht können bezahlen, weil sie für kurzem geschehen gesehen an alles Mögliche bei ihnen nicht können. An das geht immer behauptet, ja, nehmen den Office Social wird für dich mal informiert. Ja, was ändert das? Wenn der Office Social dann nicht anspringt, und das möchte nicht alle Office Social, da sitzen die Leute am Deich drin oder am Kahn. Wir hatten wir haben gesagt, es soll besteuerbares Energiegeld angefordert gehen, für die Dauerrecht allgemein zu reagieren. Nicht nur auf die Energiepreise, sondern auch am Anfang auf ganz Inflation, wo alle Monate, alle Städte direkt am Beizettel Beigift kriegen, ähnlich wie die Kreditempo, aber nicht nur für den Index zu kompensieren, sondern für Begrad die Inflation, also die Energie und die Lebenserhaltungskosten zu equilibrieren. Und da hat in der Sozialkindern Staffeln, weil da war nicht mit dem Index zu dienen. Wir hätten auch die Betriebe nach dem Graf, aber nicht mit der Strenz, mehr ähnlich wie in der Covid-Krise, wo in jener Sektor, jener Situation hat Kinder spezifisch gezielten Eden gehen und meinetwegen auch für Lohnkosten, die dann an die Luft gegangen wären. Aber hier kriegt all Betrieb geholfen. Unabhängig, ob ihr wirklich Schwierigkeiten könnt oder nicht. Und das Anfang, Verlagerung von
von den Lohnkosten auf Kapital bei ganz vielen Betrieben, was da geschieht. Und dann hätte man eben noch fast zu der Immobilienkrise, der ja tatsächlich das zu Lützebüsch, hätte man wirklich Mesuren geholt für die Kosten, ob die Leute eben zu drücken. Es braucht eine Begrenzung von den Leuten. Die braucht es schon lange und die muss effektiv und direkt kommen. Und als Propos ist das schon lange auch umweg. Wenn wir aber spezifisch von Energie schwätzen, dann sind doch die Energieresorten, die müssen anders organisiert gehen. Die Liberalisierung von den Energieresorten, die schlägt das Lot zurück und gesieht. Die müssen an die öffentliche Hand, respektive an die Hand von Kooperativen, muss die Energieproduktion und die Energieverdelung, sodass der Preis auch auf der Energie kann staffeln, den Überverbrauch, Verschwendung geht mehr teuer, die normalen Grundbusinessverbrauch, den geht mehr billig, und so auch die Preise zu deckeln, und dass sie nicht unendlich an die Plattform gehen, durch die Plattform gehen, was man noch immer riskieren will. Das wird Dolo, den Tripartit-Akkord, decidiert wird, dass das noch lange nicht eine Sicherheit, dass das nicht langfristig, also dass die Leute gerettet sind aus der Situation, weil die Situation riskiert, noch weiter zu derapieren. Ich sehe also, dass das ein sogenannter Solidaritätspakt als für allem Salariat, wo solidarisch ist mit den Betrieben, an das ganze Mesuren drohen für allem Tanschrift von einer DP, wo der SAP einfach matt lebt, wo die DP hier wo die Grenze hier CO2-Steuer just apparent abrecht behalten, weil am Anfang die 7,5 Cent hier die CO2-Steuer rum ab, aber wo am Anfang just DP sich als Sozialselektivitätspartei kann verkaufen, die aber für alle Betriebe hier hilft.